Die News aus dem Trainingslager des FC Hansa Rostock. Um 5 Uhr morgens haben sich die Spieler des FC Hansa Rostock in der DKB-Arena getroffen, um mit dem Bus nach Berlin-Tegel zu fahren. Denn unser Ziel heißt San Pedro del Pinatar im Süden von Spanien zum Trainingslager 2014. Die rund 1 Tonne an Gepäck, die der FC Hansa Rostock dabei hat, wurde einen Tag vorher schon durch Zeugwart Andi Thiem und Physiotherapeut Frank Scheller nach Berlin gebracht. Und auch Halid Safran und Sascha Schünemann waren heute Morgen nicht mit an Bord im Bus, sondern die beiden Berliner waren auch schon hier mit in Berlin. Und um 8.50 Uhr hebt die Maschine ab, der Air Berlin, auf den 3-stündigen Flug nach Alicante, wo es dann ins 80 Kilometer entfernte San Pedro del Pinatar geht. Ja, dann sagen wir Tschüss 5 Grad Deutschland und Hallo 15, hoffentlich 18 Grad Spanien, sodass sich die Mannschaft um Trainer Andreas Bergmann optimal vorbereiten kann auf den Start in die dritte Liga, wenn es am Freitag, den 24.01. in Stuttgart gegen VfB Stuttgart 2 geht. Wir freuen uns drauf und halten euch auf dem Laufenden. Pünktlich sind wir in Alicante angekommen, 11.30 Uhr. Hinter mir versucht die Mannschaft gerade alle Koffer, Taschen und sonstigen Gerätschaften, die man für so ein Trainingslager braucht, vom Kofferband auf die Gepäckwagen zu heben, damit es dann gleich losgehen kann mit dem Bus in Richtung San Pedro del Pinatar ins Hotel Mercure. Und ja, also es ist circa 1 Tonne, die der FC Hansa Rostock so mit sich schleppt. Wir melden uns dann gleich wieder, wenn wir uns im Hotel einchecken, und dann geht's weiter. Nach 8,5 Stunden Reisezeit sind wir jetzt angekommen hier in San Pedro del Pinatar. Ihr seht hinter mir die Koffer und Bälle und was wir alles dabei haben, schon ausgepackt. Die Mannschaft geht im Hintergrund gerade zum Essen, um sich kurz zu stärken. Davor wurde noch kurzes Foto mit den Fans, die uns hier einen klasse Empfang bereitet haben, gemacht. Und um 16.30 Uhr geht es dann in der Pinatar Arena mit der ersten Trainingseinheit los und wir sind natürlich für euch dabei. Wie versprochen melden wir uns jetzt hier vom Gelände der Pinatar Arena, wo im Hintergrund die Mannschaft zur ersten Trainingseinheit auf den Platz gekommen ist. Nebenan spielt gerade VfL Bochum gegen Hoffenheim. Dort in der Arena werden unsere Banden dann auch kleben, wenn wir am Mittwoch gegen Cartagena spielen, am Sonnabend gegen Shenhua, eine chinesische Erstligamannschaft. Und ja, viele Fans sind auch schon hier. Gutes Wetter, gute Laune und jetzt kann der Schweiß fließen.
Andreas Bergmann, angekommen sind wir hier im Trainingslager bei wirklich fantastischen äußeren Bedingungen, wo ich finde. Wie schätzt du die sportlichen Bedingungen hier in der Pinatar Arena ein? Ja, erstmal allein schon gelandet. Sonnenschein, gute Temperaturen, das ist natürlich optimal. Gute Platzbedingungen, heute fast noch ein bisschen zu trocken, müssen wir fast, und das ist schon die Diskrepanz. Wir müssen jetzt wässern lassen, damit wir noch optimaler arbeiten können. Und haben jetzt, glaube ich, schon eine ganz gute Einheit gemacht. Wir waren ja lang unterwegs und glaube, das war hier eine ganz gute. Und dann, wenn man auch noch sieht, welche Unterstützung wir ja auch hier haben, wie viele Fans wieder hier sind, die hier auch so einen weiten Weg dann auf sich genommen haben, dann ist das natürlich, glaube ich, rundum ganz gut. Der Verein, du hast es angesprochen, die Fans, der Verein hat den Fans ein T-Shirt geschenkt, also jedem Einzelnen als Dankeschön, dass du immer da bist, steht auch auf dem T-Shirt drauf. Das Motiv blenden wir natürlich sicher nachher nochmal ein. Ist das für dich auch, du bist lange dabei im Geschäft, trotzdem immer noch was Besonderes, wenn die Fans tausende von Kilometern auf sich nehmen, um ihren Verein zu unterstützen? Das ist immer was Besonderes, das ist ja nie selbstverständlich, weil ich weiß ja auch, was der eine oder andere dann auch finanziell da auf sich nimmt und vielleicht manchmal sogar an Grenzen geht, die vielleicht noch nicht mal vernünftig sind, aber einfach dann so ein Herz dafür den Verein hat und dann solche weiten Fahrten machen. Natürlich, das wünsche ich dir natürlich auch, dass sie auch viel Spaß haben. Das ist ja auch klar, dass sie natürlich auch hier feiern werden und dementsprechend sie hier auch immer wieder auftauchen und dann uns so unterstützen. Und das ist immer, es bleibt nie selbstverständlich, auch unsere Spiele auswärts, wenn da irgendwie 800 oder 1000 in Elversberg oder, na gut, die Spitze war halt immer noch dann Leipzig. Aber unterm Strich ist das dann schon gerade wenn man auch weiß, dass wir in der dritten Liga sind, dann schon sehr besonders. Letzte Frage, nochmal zum Sport zurückzukommen. Dafür sind wir hier, um hart zu arbeiten für die dritte Liga. Was erwartet die Jungs in dieser Woche? Was hast du für sie vorbereitet? Ja, eigentlich schon, wie es heute angefangen ist, dass wir natürlich, ich werde jetzt jede Minute nutzen, auch im fußballerischen Bereich hier arbeiten zu können. Natürlich in Spielen, wo wir natürlich auch richtig konditionelle Reize setzen, aber auch gruppentaktische, mannschaftstaktische Dinge. Weil jetzt haben wir die Bedingungen, wenn wir wiederkommen, wissen wir wirklich nicht, was uns da erwartet, wie der Winter ist, welche Bedingungen. Und jetzt haben wir die Möglichkeiten hier so gut zu arbeiten. Da wird natürlich schwerpunktmäßig schon mit dem Ball gearbeitet. Dann würde ich sagen, treffen wir uns am Ende des Trainingslagers spätestens nochmal und dann gucken wir mal, was für ein Resümee wir ziehen. Danke, Andi. Alles klar, danke auch.